Herzlich willkommen auf meinem Kanal The Swiss Secrets. Mein Name ist Sana, ich bin Hundetrainerin, Ernährungsberaterin für Hunde und Züchterin. Beim heutigen Video nehme ich euch mit bei der nächsten Geburt von einer unserer Zuchthündinnen. Ihr Name ist Ninja, das ist der dritte und der letzte Wurf von ihr. Dann geht die Dame auch in Rente. Mit 4 Wochen ist ein guter Zeitpunkt, um die Trächtigkeit der Hündin mit einer Ultraschalluntersuchung zu bestätigen. Die Hündin wird untersucht und ihr Gewicht kontrolliert. Laut Waage hat Ninja 1,5 Kilo zugelegt, was aber noch nichts heißt, denn nach der Läufigkeit einer Hündin kann es auch zu einer Gewichtszunahme kommen. Da Ninja von klein auf an den Tierarzt gewohnt wurde, lässt sie sich heute untersuchen, ohne Schwierigkeiten. Yes, laut Ultraschalluntersuchung ist Ninja trächtig. Zu Hause wird 2 Wochen vor dem Geburtstermin die Wurfkiste aufgebaut. Ich mache es der Hündin gemütlich und lege ihr Decken in die Wurfbox, um sich einnisten zu können. Wichtig ist, die Hündin sollte sich in der Wurfbox gemütlich und sicher fühlen. Mit einem Laufgitter trenne ich die Wurfbox von den anderen Rudelmitgliedern. Die Hündin soll sich sicher und nicht gestört fühlen. Die nächsten 2 Wochen übernachte ich neben der Wurfkiste, um die Welpen und die Mutterhündin genau überwachen zu können. Die Trächtigkeitsdauer bei Hunden liegt zwischen 58 und 63 Tage. Bei den meisten Hunden fällt zudem etwa 24 bis 36 Stunden vor der Geburt die Körpertemperatur um rund 1 Grad ab. Es ist daher ratsam, die Körpertemperatur in den letzten Tagen der Trächtigkeit 2-mal täglich zu kontrollieren. Die normale Körpertemperatur liegt bei 37,5 bis 39 Grad Celsius. Sobald die Eröffnungswehen einsetzen, steigt die Temperatur wieder leicht an, bis sie bei der eigentlichen Geburt ihre normale Höhe erreicht hat. Anzeichen für die bevorstehende Geburt: häufiger Harnabsatz, Unruhe, Appetitlosigkeit, Scharren im Geburtslager, vermehrte Anhänglichkeiten, vermehrtes Belecken der Scheide, klarer Scheidenausfluss, Hecheln und schneller Atmung. Zur Unterstützung habe ich meine Freundin Dominik dabei. Sie ist vertraut mit meinen Hunden und begleitete uns schon bei der letzten Geburt. Die eigentliche Geburt verläuft bei Hunden in 2 Phasen. Die Eröffnungsphase dauert normalerweise zwischen 6 und 24 Stunden. Die äußerlich kaum sichtbaren Eröffnungswehen setzen ein und das hinterste Jungtier drückt gegen den Muttermund. Dadurch wird diese weiter geöffnet. Zudem ist es möglich, dass klarer Schleim aus der Scheide der Hündin austritt. Meistens löst sich vor der Geburt der Schleimtropf. Leider kam es bei dieser Geburt zu Komplikationen. Die Geburt hat zwar gestartet, doch die Geburtswehen haben nicht eingesetzt. Dass etwas nicht stimmt, konnte man auch dem Rest des Rudels bemerken. Alle waren ruhig und blieben eng beieinander und starteten kontinuierlich Richtung Wurfbox. Nach 16 Stunden Eröffnungsphase musste ich meinen Tierarzt für einen Notfalltermin kontaktieren. Kurz darauf sind wir losgefahren. Wir haben einige Utensilien mit ins Auto genommen, falls uns ein Welpe auf dem Weg überraschen sollte. Die Fahrt kam uns unendlich vor. Beim Tierarzt mussten wir sie röntgen, um sicher zu sein, dass kein Welpe quer liegt und den Ausgang verhindert. Wichtig wäre hier auch ein Ultraschall, um die Herztöne der Welpen abzuhören, um sicher zu sein, dass alle noch am Leben sind. Soweit war alles gut. Ninja befindet sich noch in der Eröffnungsphase. Ab ins Auto und wieder nach Hause. Ich blieb die ganze Nacht eng bei Ninja in der Wurfbox, um den Start der Geburt nicht zu verpassen und ihr Sicherheit zu übermitteln. Natürlich konnte ich die ganze Nacht kein Auge zumachen. Ninja so zu sehen ist nicht einfach. Ich leidete mit ihr mit. Am nächsten Morgen freute sich jeder, denn innerlich spürten wir alle, heute ist es soweit. Tatsächlich, die erste Fruchtblase ist endlich geplatzt. Ninja hatte leichte Presswehen, doch der Welpe war nach 1,5 Stunden noch nicht da. Sie zitterte und stoßte ihre Hinterbeine gegen die Wurfbox. Dies ist auch ein Anzeichen der Austreibungsphase. Wichtig war für mich, die Fruchtblase war nicht grün gefärbt, denn dies bedeutet auf eine vorzeitige Ablösung der Plazenta. Durch ein sorgfältiges Abtasten kann man fühlen, wo sich der Welpe gerade befindet. Leider war immer noch kein Welpe Richtung Ausgang. In der Wurfkiste habe ich ein wasserdichtes Spannbetttuch. So ist die Wurfbox einigermaßen geschützt. Zusätzlich belege ich die Oberfläche mit Bettunterpads. Diese werden regelmäßig ersetzt, um eine konstante Hygiene zu halten.
und Ninja nicht im Nassen legen muss. Auch wichtig für die kommenden Welpen, dass Milch schon da ist. Ich wusste, spätestens jetzt muss ich handeln. Also gab ich ihr homöopathische Mittel für die Einsetzung der Presswehen. Zusätzlich stimulierte ich sie durch Massieren. Wir gingen gelegentlich in den Garten, denn Bewegung wirkt auch wehenfördernd. Ein Kalziummangel kann die Wehen verhindern, also geben wir ihr frische Ziegenmilch. Ziegenmilch ist gut verträglich und ist eine gute natürliche Kalziumquelle. Achtung! Die folgenden Aufnahmen können für einige Betrachter verstörend sein. Anschauen auf eigene Verantwortung. Tatsächlich, nach Gabe der homöopathischen Mittel und der Massage haben die Presswehen gestartet. Der erste Welpe hat das Licht der Welt erblickt. Wichtig ist zu beachten, man sollte nie am Welpen ziehen, sondern sanft begleiten. Durch das Lecken der Mama wird der Kreislauf der Welpen stimuliert. Sollte die Hündin dies nicht tun, könnte der Welpe sterben. Mit einem Schleimabsauger wird das restliche Fruchtwasser aus den Atemwegen gesaugt. Da Ninja schon so erschöpft war, habe ich nachgeholfen und die Welpen mit einem Tuch trocken gerubbelt. Danach wird die Nabelschnur ungefähr 2 cm vom Bauch abgebunden. Den Rest knipst man am besten mit einem Nagelknipser ab. Das Abtrennen mit einem Nagelknipser stoppt die Blutung, indem sie das Gewebe zusammendrückt. Wir trocknen den Welpen schön trocken ab. Kurz prüfe ich alles ab, ob irgendwelche Missbildungen vorhanden sind. Schaut, ist sie nicht süß, meine kleine Prinzessin? Nun werden alle Details wie Geburtszeit, Gewicht, Geschlecht und farbliche wie sonstige Merkmale notiert. Der Welpe wird jetzt zu den Sitzen geführt, um den Saugreflex und Saugfähigkeit prüfen zu können. Wie ihr seht, ist die Kleine willig zu saugen. Danach bekommt der Welpe ein Halsband mit eigener Farbe, um sie voneinander unterscheiden zu können, was in unserem Fall bei einem schwarzen Wurf der Fall ist. Der zweite Welpe ist nun 20 Minuten später auch da. In dieser Zeit lege ich dem ersten Welpen auf eine warme Bettflasche. Achtung, nicht zu heißes Wasser. Welpen sind klassische Nesthocker. Sie werden in einem unvollkommen entwickelten Zustand geboren und benötigen besondere Pflege. Die Anpassung der neugeborenen Welpen erfolgt in mehreren Phasen. Zunächst müssen die wichtigsten Lebensvorgänge gesichert werden. Lungenatmung, unabhängiger Kreislauf, lebensichernder Reflex und Nahrungsaufnahme. Die nächste Phase ist gekennzeichnet durch eine weitere Entwicklung des Nervensystems. Zum Ende dieser Phase, nach etwa 2 Wochen, öffnen sich Augen und Ohren. Dies werdet ihr in einem weiteren Video sehen. In der anschließenden Phase entwickelt sich die richtungsorientierte Mobilität und die Kontrolle über den Harn- und Kotabsatz. Alle Phasen sollten vom Züchter aufmerksam begleitet werden. Häufig kann die Hündin die Geburt und Erstversorgung der Welpen vollkommen alleine bewältigen. Manchmal muss sie jedoch bei ihren Aufgaben unterstützt werden, damit nicht zu viel kostbare Zeit verstreicht. Es folgt die ersten Welpenuntersuchung. Atmung, Sitzensuchverhalten, Missbildungen und Verletzungen. Häufigste Todesursache der neugeborenen Welpen: neonatales Atemnotsyndrom. Normalerweise führt die Plazentaablösung zur verminderten Sauerstoffversorgung. Diese führt zur Übersäuerung des Blutes. Dies ist die notwendige Stimulation dafür,
dass die Atmung einsetzt. Wenn die Sauerstoffversorgung und die Übersäuerung des Blutes durch die Lungenatmung nicht ausgeglichen werden können, kommt es zum neonatalen Atemnotsyndrom. Mögliche Ursachen hierfür sind die abgeschlossenen Lungenreifungen, falscher Oxytocineinsatz, verlängerte Austreibungsphase, Aspiration von Fruchtwasser etc. Die Welpen sollten zeitnah zum Saugen angelegt werden. Einerseits stimuliert das Saugen eine Oxytocinausschüttung bei der Mutter, wodurch der weitere Geburtsverlauf unterstützt wird. Andererseits ist die frühzeitige Aufnahme des Kolostrums für die Welpen wichtig. Hierdurch bekommen sie einen großen Teil der sie schützenden Muttermilch-Antikörper, denn beim Hund werden nur etwa 5-10% der Antikörper über die Plazenta auf die Welpen übertragen. Die zeitnahe Aufnahme der Kolostralmilch ist besonders wichtig, da der Antikörpergehalt der Muttermilch stündlich abnimmt. Außerdem verliert der Darm der Welpen bereits nach 4-8 Stunden die Fähigkeit, die Antikörper über die Darmschleimhaut aufzunehmen und sie an das Blut abzugeben. Nach jedem Welpen folgt die Nachgeburt. Man sollte immer mitzählen, dass auch alle Nachgeburten kommen. Es kann sein, dass nach einem Welpen die Nachgeburt ausbleibt. Deswegen sollte man immer mitzählen. Die Mutterhündin frisst die Nachgeburten meistens auf. Da es aber Ninja immer übel war und sie während der Presswehen alles wieder rauswürgte, habe ich ihr nicht alle Nachgeburten angeboten. Auch wenn es nicht so schmackhaft aussieht, ist es wichtig für die Mutterhündin, die Nachgeburten fressen zu dürfen. Die meisten Welpen kommen zwischen 200 und 250 Gramm zur Welt. Sobald der Wurf kleiner ist, mit zum Beispiel nur 1-2 Welpen, ist die Gefahr groß, dass die Welpen zu groß geraten und dann nur durch Kaiserschnitt geholt werden können. Ich habe die Erfahrung gemacht, die Mutterhündin während der Trächtigkeit nicht zu überfüttern. Dies erhöht nämlich auch die Gefahr der zu groß werdenden Welpen. Wieder setzen wir die Welpen an. Alle drei trinken fleißig. Durch das Saugen wird das Hormon Oxytocin ausgeschüttet, welches die Geburt anregt. In der Zwischenzeit sorgt sich Ninja um ihre Welpen und leckt sie ab. Das Ablecken der Welpen ist für die Entwicklung unheimlich wichtig. Trotz Komplikationen macht Ninja einen tollen Job. Die Geburt des vierten Welpen ist wieder mit Verzögerung. Nach 2 Stunden setzte ich die homöopathischen Mittel ein. Wir führten Ninja wieder raus, an die frische Luft, um wieder etwas Bewegung in das Ganze zu bringen. Kurze Zeit darauf schaffen wir es, Ninja in die intensive Presswehen zu bringen. Welpe Nummer 4 kam ohne Fruchtblase und ausgepackt zur Welt. Auch hier haben wir die erwähnte Untersuchung durchgeführt und er konnte sich an der Milchbar bedienen. Wieder setzte Ninja eine verlängerte Pause. Leicht geriet ich in Stress. Ich setzte wieder die homöopathischen Mittel ein, führte Ninja raus, startete die Massagen und blieben intensiv dran, denn wir haben nicht mehr lange Zeit. Durch die Verzögerung der Geburt und die lange Wartezeit beim vorherigen Welpen wusste ich, Nummer 5 musste raus. Und auch da, Welpe Nummer 5 kam. Doch leider leblos. In der Regel hat man 20 Minuten Zeit, um einen totgeborenen Welpen wieder zu reanimieren, indem man folgende Schritte macht. Absaugen von Schleim und Flüssigkeiten aus Mund und Nase, Thoraxmassage, Stimulation der Atmung. Wir verabschiedeten uns nach diesem traurigen Schicksal und wünschen ihr eine gute Reise über die Regenbogenbrücke. Mein kleiner Engel,
Jetzt trägt ein Stern im Himmel den Namen Swiss Secrets Golden Angel. Und weiter geht's. Ja, wir haben 4 kleine, gesunde Staffordshire Bull Terrier Welpen. Es sind 3 Mädels und ein Junge. Wir haben jetzt alle schön angesetzt und sie trinken alle fleißig. Wir haben nach der Geburt die Wurfbox gereinigt und alle Welpen mit Mutter Ninja reingesetzt. Jetzt lassen wir alle ruhen. Trotz Komplikationen und einem traurigen Verlust sind wir froh, geht es Ninja und den Welpen gut. Falls dich jetzt das Heranwachsen dieser Welpen interessiert, dann abonniere diesen Kanal und drück den Daumen hoch.